Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir leider Kieran verloren. Kieran hieß der, ne? Ja. Also der ehemalige O'Driscoll, den wir damals eines O'Driscolls bezichtigt hatten. Der dann Arthurs Leben gerettet hat, sodass der dann irgendwie. Ach, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall dann Teil der Gruppe geworden und hatte sich eigentlich gut eingebracht. Und ganz ehrlich, so ein Ende hat eigentlich niemand verdient. Gut, jetzt ist aber auch. Also, helfen können wir dem jetzt auch nicht mehr. Bringt also nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Alles, was wir jetzt noch tun können, ist eben eigentlich unsere Vorräte auffüllen, aber das sieht ein bisschen mager aus. Heißt, wir dürfen jetzt wieder was in die Kasse reinpacken. Nein, nicht setzen. Wir leisten wieder mal unseren Beitrag. Es werden dann 62 Dollar und 2 Cent. Wow. Wir sind very rich. Ist viel. 62,2. Perfekt. Bitteschön. Wobei wir könnten. Ach komm, was soll's. Sehen wir heute mal ganz bekloppt. Ich glaube, der Dutch kriegt erstmal gleich einen Herzinfarkt. Könnte ich mir auf jeden Fall ziemlich gut vorstellen. So. Wenn er mal guckt, was da eingezahlt wurde. Kieran hieß er. Das war sogar der letzte, der vor uns eingezahlt hat. Lesebrille, 5 Dollar. Tilly hat 30 Cent Route Beta eingezahlt. Wer hat eine Muskellunge schlecht eingelegt? Maika ein Eichhörnchenfell gut. Sean stinkt hier viel schlecht. Was will er mit dem Fledermausflügel? So, Gesundheit brauchen wir gerade nicht. Vorräte können einmal aufgefüllt werden. Waffen, Munition können einmal aufgefüllt werden. So. Der nächste bitte. 325. Arthur will eine Karte für die bessere Planung von Reisen. Gut, jetzt haben wir eine Karte. Schnellreisekarte. Okay. Alle übrigen Zelte im Lager verbessern. Das machen wir auch mal. So. Siehst du mal. Dadurch ist die allgemeine Stimmung im Lager gestiegen. Das ist ja schon mal gut. So, und wer pfeift hier die ganze Zeit? Wollen wir mal kurz gucken. Karte, wo müssen wir jetzt eigentlich überhaupt hin? Also Dutch ist noch unten in Sardini. Und Eagle Flies. Läuft die Adler, ist da oben.
Könnte man am besten nach Valentine einmal schnell reisen. Können wir auch gleich unsere neue Karte ausprobieren. Ja, ich kaufe ja nichts ohne Grund. Schnellreise. Anwesende Braithwaite. Kelliger Hall. Kornburg, Kerosin und Teerwerke. Das klingt doch in Ordnung. Ja, ihr wollt nach Valentine. Cool. Und wir sind da. So. Wir gehen einmal kurz in den Laden rein, Hartunikum besorgen. Ja. I mean, obviously I do, because I look like that milksop there, but tis no matter. Can you help? Wobei. Maybe. See, even he is sick of hearing your nonsense, you afterthought of a child. I apologize, sir, for his smell. Okay. Why don't we come back here, to somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy? Well, what did you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting silly. Very silly. The man is a moron. Okay. Dann passt der gut zu uns. Shoot one off mine instead. I'm the brave one. I'm not scared. I'm a good shot, but... I won't even flinch. I don't want to hurt you, boys. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. Okay. Listen, just make sure everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Okay. You got mine, and I paid. Good shot. Okay. Wow. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir. Please. What? Okay. I don't know. Please, this creature is unbearable. He needs silencing. Kann ich dich bald einfach erschießen? As long as she witnesses that I'm doing this under duress. Boys are so silly. Dann fangen wir diesmal mit dem Gelben an. Gut. Now I'll stand on one leg. Me too. You keep shooting, sir, and this time you kill the beast. He emerged fully formed from the swamps, Helen. Silence, you blackguard, sir. Shoot the wretch. Okay. You're deranged. Shoot away, sir. My bottle and his brains, if you please. At least I have. Why? I must be. Der Gelbe war schlimmer. Now do one while I hop. D
doing while I turn somersaults? Shoot me! Oh, give me the gun. Let me shoot him. For all mankind. I think me and the lady have had enough. I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Dankeschön. Thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt, and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard man. Please, my angel, do not aggregate us both together. Boys, you are too much. Wenn Männer den Kopf verdreht wird. Dowdy, have a look around. Have a look around. Bin dabei. Ain't no other outfit beats their prices. So, unter Arznei, ne? Ja, da ist doch unser Hartonikum. Da ist unser Stoff. Sammel. Wir fehlen uns Munition. Okay, then. Ich würde sagen, dann haben wir das soweit. I'll let you look around some more. Einmal das Hartonikum. Zack. Ladenbesitzer, Katalog durchblättern. Blick vom Kassierer gerade. Der weiß ganz genau, dass wir so abhängig sind. Der weiß das ganz genau. Good doing business with you. Gib uns unseren Stoff. Can I get you anything else? Nein, mehr brauchen wir nicht. Gut. Das hätten wir auch. Dann könnten wir jetzt zu Igel Fleiß. Das wird schon wieder eine lange Folge. Weil es wird mal wieder eine lange Folge. Die letzten Folgen auch ein bisschen kurz waren. Tschüss. Aber so ein bisschen Nebenaktion müssen wir auch ab und zu mal machen. Bleibt halt nicht aus. Ja, ich werde jetzt halt keine 3 Tage mehr in der Pampa rumrennen und irgendwie was jagen. Das könnte man dann vielleicht irgendwann in meinem Stream machen. Ja, ich sag das schon die ganze Zeit und irgendwie ist auch kein Stream mehr seitdem passiert. Irgendwie traurig, aber... Bedeutet, dass es dann bald soweit ist. Oh, warte. Pilz. Oh, ich habe Pilz eingefangen. Riesenschirmpilz. Okay. Gut. Ja. There's a foreman. His name is Dan. Okay. Is the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. Kerosin und Teer. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. Okay. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Yeah. Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Natürlich bin ich quick. So.
Nee, wir machen das jetzt so Mission Impossible mäßig. Finger ist schon am Abzug. Das Wetter könnte auch gar nicht besser sein. Im Regen hört man die Schritte nicht so gut. Oh. That you, Al? Hey Tom, picking up? Yep, supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay, better get a move on then. Okay. Oh, Gott sei Dank keine Kontrolle. Tschüss. Wiedersehen, Tom. War doch Tom, oder? Gut. Alright, I'm gonna start loading up. Danbury hat die Dokumente zerstört. Okay. Hätten wir da nicht angehen dürfen. Gut. Ja, schön zu wissen. Ich dachte, ich bin jetzt mal ganz gewieft. Schleich mal in eine. Ja, jetzt geht das wieder los. Okay, dann machen wir diesmal die Kinokamera. Ein bisschen sehr laut die Musik, aber ansonsten alles wunderbar. Da habe ich jetzt richtig Lust, Indiana zu spielen. Ja, ich sehe es, Tom. Picking up? Yep, supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay, better get a move on then. Tschüss, Tom. Lacht, wenn wir da jetzt nicht reinkommen. Gut, das hätten wir.
Okay, da ist der Typ, wo wir ins Fenster gesprungen sind. Okay. Dürfte ich ganz kurz mit dir sprechen? Dankeschön, komm rüber. Danbury. Yes. I need some papers, my friend. Nothing important. A file. From head office. You're not from head office. Ah, bist du sicher? You're not from head office. Ah. Does that seem important right now? No. I need a file by the Leland Oil Development Company. Mm-hmm. The one about the oil near Wapiti. Ja. Spuck's aus. Danbury. Think, man. Mind is a terrible thing to lose. Mm-hmm. Especially over such a nice floor as this. Ja. It's here. Warum denn nicht gleich so? You done good, Danbury. Real good. They'll give you a promotion for this. Nope. Danbury, you okay? Tell the guard you're fine. Yes, it's just... I'm working. All's fine. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. Gut. Hey, hold it right there! Weapons on the ground and hands in the air. Easy now, fellas. Now, we won't tell you again. Oh. Der hat den Verstand verloren. Was? Wo kommen die? Ach, von da. Der hat auch seinen Verstand verloren. Okay, das Bild war gerade episch. Okay, wir sollten, glaube ich, erstmal in Deckung. Gut. Wir haben nur die Dinger dabei. Ach, was du nicht sagst. Lauf. Hat er gut gemacht, der Junge. So. Sollen sie auch nicht kommen. Und zack. Sind ja auch alle tot. Ah.
Conway hat jetzt ein paar Leute verloren. Ob sie gut waren, weiß ich nicht. That explosion came just in time. I was happy to watch some of that oil burn. So you met Mr. Danbury? Yes, don't worry. He was very obliging. I thought you wasn't getting involved. Thought you were gonna enter and leave silently. Wir waren leise. You saved my life. Thank you. I hope. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Dankeschön. Thank you. And it burn, burn, burn. Ring of fire. That's ring of fire. So, und weil wir die Folge sowieso schon so lang haben, sollen wir nicht einfach noch länger machen. Wir können ja schon mal Richtung Dutch reiten. So. Dann würde ich sagen, war auf jeden Fall eine interessante Folge wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich werde hier einfach jetzt offscreen ein bisschen weiter reiten. Keine Sorge, ich werde auch keine Nebenmission oder sowas machen. Keine zufälligen Ereignisse. Ich werde einfach so, wie es jetzt ist, weiter reiten. Aber dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.